Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von dem Brow of Trail mit Alex und dem Ronny. Heute wollen wir euch mal zeigen, wie wir einen neuen Reifen aufziehen aufs Fahrrad. Und zwar einfach so. Ja, ganz einfach. So wird's gemacht. Ich lese viele Kommentare auf Facebook auch, dass sich da noch einige sehr schwer tun, sage ich mal, den alten Reifen runter und entsprechend neuen Reifen draufzuziehen. Das liegt sicherlich auch an den Härtegraden von den Reifen. Es gibt ganz verschiedene. Wir fahren zum Beispiel sehr viel Schwalbe in der Downhill-Karkasse, die ist schon echt hart. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal ein paar Tricks und ein paar Kniffe, wie man sich das Leben ein bisschen leichter machen kann, ohne dass die Finger brechen und knacken. Das passt natürlich, weil du eben Pflaster am Finger hast. Ja, das kommt aber davon, weil ich mit Flex den Finger geschnitten habe. Sicherheit durch Fahrerbein. Ja, bei anderen drin. Alles klar, Fokus ab! Ja, hier haben wir die Reifen der Wahl. Das ist einmal der Big Betty in Artix Ultrasoft. Den haben wir jetzt noch zugelassen, den wechseln wir erst später. Wir wechseln jetzt hier an dem Bike den Magic Mary auf den hinteren Reifen. Der ist noch gut und reicht für den Winter. Und vorne machen wir dann gleich den neuen Magic Mary drauf, der auch sehr schwer ist. Also der hat bestimmt ein Kilo. Ich glaube sogar über. Über ein Kilo, der ist auf jeden Fall. Ich gehe mal ein bisschen ran, wenn man das hier erkennen kann. Diese Karkasse ist echt fest. Das ist, glaube ich, eine Doppelkarkasse, ne? Ja, ist die Downhill-Karkasse von Schwalbe, was anderes fahren wir halt nicht, weil da zwei oder drei Lagen Apex sind, das heißt dieser Schnittschutz und der Snakeskin an der Seite, also ihr seht es ja auch schon, warte mal ein bisschen weiter zurück, damit man es, der Reifen bleibt halt komplett, also ich drücke schon hier richtig fest drauf. Ja, also das ist ein sehr fester Reifen und dementsprechend schwierig ist das dann auch, sage ich mal, den auf eine dran sitzende Felge aufzuziehen. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal einen Trick, wie es doch relativ einfach geht. Hashtag Werbung. Auf riderstore.de kann man Reifenabzieher kaufen, die sehen dann so aus. Die haben keine Metallkern und sind aus einem elastischen Kunststoff, das heißt, die brechen auch nicht. Das allererste, was wir machen, mal Reifen runter machen. Zack, kurz angehalten. Ja, als erstes sollte man natürlich erstmal das Rad entfernen und auch dann da die Luft aus dem Reifen lassen. Wir drücken eine Seite in der Mitte der Felge. Wenn man das jetzt hier sehen kann. Ich drücke eine Karkassenseite ins Felgenbett. Da kommt der ganze Schlons rausgespritzt. Dann setze ich den Reifenheber an. Warte. Du hast Spritzen gesagt, da war ich kurz abgelenkt. Ja, ist klar. Hier raus. Gezogen. Wie gesagt, noch einmal, das sind Riderstore. Ich probiere es unten zu verlinken. Die sind Vollkunststoff, da brauchen wir jetzt auch keine Angst haben bei Carbon oder bei Alufelgen. Die brechen auch nicht. Ich habe schon Reifen runtergezogen oder aufgezogen, die sowas von schwierig waren. Da bricht nichts, auch wenn die sich um 90 Grad verbiegen. Jetzt machen wir die untere Seite, diese, auch ins Felgenbett, ins Innere. Zack. Einmal dran, den ganzen Schlons in die Mitte. Jetzt auch wieder, jetzt gehe ich hier von innen ran. Setze ich hier an, das gleiche Spiel in grün, einmal drüber ziehen. Lass mal einen Aufkleber drauf. Ja, ich bin ganz zärtlich zu deinem Aufkleber. Apropos, abonnieren nicht vergessen. Reifen ab. Das, was ihr innen drin seht, ist alte Tubeless-Milch. Die spritzen wir jetzt gleich raus. Mit Wasser. Und die Felge halt entsprechend auch. Ja, das eben mal mit dem Tuch sauber wischen. Aber da kommen wir gleich noch zu Trick 17. Das war jetzt Reifen runter. Interessanter ist gleich Reifen drauf. Ja. Okay, also wir machen das jetzt eben mal sauber. Am besten geht das mit warmem Wasser irgendwo über einem Abfluss. Vielleicht nicht in der Badewanne. Beschwert sich die Frau. Aber Dusche. Ja. Dann kannst du den Kniesasser aus dem Ziffer holen. Klobürste muss ich strecken. Ja, die kann man ja in der Spülmaschine sauber machen. Als allererstes mal Felge und Reifen. Wir müssen natürlich gucken nach der Laufrichtung vom Rad. Hier kann man das nochmal sehen, in welche Richtung er laufen muss. Das wäre entsprechend so, kommt er jetzt hier drauf. Und kleiner Tipp, damit es sich besser aufziehen lässt, kauft euch im Rossmann oder sonst wo Babytücher. Babyfeuchttücher. Babyfeuchttücher. Und dann ziehen wir einmal. Ja, warte, ich mach's nochmal so. Richtig schön nass machen. Wenn man das nicht zur Verfügung hat, kann man auch einfach ein bisschen Spüliwasser nehmen.
Genau. Bisschen Wasser, paar Tropfen Spüli rein, das ein bisschen und dann mit dem Finger einfach, das geht auch. Aber die Babytücher hier, das klappt an sich eigentlich ganz gut. Also, sauharte Karkasse, wieder in die Felgenmitte ansetzen. So gut wie es mit eben geht. Ich bin jetzt alleine. Wenn ihr da Probleme mit habt, nehmt euch einen dabei, dass es zu zweit macht. Und klemmt euch in den Finger, das tut bestimmt weh. So. Ah, der erste ist schon drin. Okay. Also. Erste Seite ist drin, jetzt können wir es noch ein bisschen drehen, wie wir es gerne haben möchten. Das W von Schwalbe übers Ventil. Alles klar. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt ziehen wir nämlich die zweite Seite drauf. Kurze Unterbrechung. Wir fahren ja tubeless. Dementsprechend kommt jetzt kein Schlauch ran. Ansonsten würde jetzt an dieser Stelle der Schlauch reinkommen. Richtig. Also man merkt schon, der Reifen ist sehr hart. Downhill-Karkasse Schwalbe. Werbung. Ja. Zieht den Reifen hier so gut wie es geht ins Felgenbett in die Mitte. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Ich habe dann zwei oder drei von meinen Reifenhebern hier. Ich setze den ersten an. Ich sehe, wie rausgefüllt, dass er so schön hart ist. So. Ich setze den zweiten an. Klemme den ein bisschen hier. Und setze jetzt mit dem dritten, ziehe ich jetzt quasi von hier immer einen Schritt nach dem anderen. Immer Stück für Stück, alle 5 bis 6 cm sowas roundabout, weniger den als mehr. Halte ich hier mit der Hüfte ein bisschen. Das Zack. War's. Fertig war's. Alle Finger heile, bis auf den, das war der Flex. Verkackt. So, jetzt kommt noch tubeless Milch rein, dann pumpt man auf und dann sind wir fertig. Genau. Aber, sag mal, das Problem, ihr seht ja, der Reifen sitzt extrem in der Mitte. Und jetzt kommt noch einmal, kurz bevor wir das Ding aufpumpen, unsere Babyfeuchttücher, weil die feucht sind. Jetzt drücke ich einfach nur richtig schön zwischen Felge und Reifenflanke. Also da muss ich jetzt auch ein bisschen Kraft, damit das richtig schön die Flüssigkeit auf sich, die Seitenlauge sozusagen, was in dem Tuch ist, sich auf dem Reifen überträgt. Weil das ist ja gleich unser Gleitmittel, Rutschhilfe, damit der Reifen besser aufs Felgenbett springt. Alex hat ja schon erwähnt, da kann man auch Seitenlauge für nehmen. Oder vom Kfz-Bereich extra das Zeug, aber Feuchttücher hat normal jeder da rein. So. Genau, jetzt machen wir schnell Milch rein und dann pumpen wir das Ding auf und dann sind wir schon fertig. Bis gleich! Pack an den Schlauch. So, jetzt. Ventil rein und jalla. Jetzt sehen wir gleich, warum wir das mit dem Babytuch gemacht haben. Na komm. Dann höre drauf. Hier hat der Reifen eine Linie, eine Sichtkante oder eine Sichtlinie. Die muss gleich umlaufend um den Reifen zu sehen sein. Einmal. Das war der erste Knack, der war jetzt da unten. Bei wie viel Bar war das ungefähr? Zwei. Das waren jetzt 2 Bar. Jetzt pumpen wir einmal richtig rauf. 3, 3,5 Bar. Ich glaube 3,6 steht am Reifen. Aber kurzzeitig kann er dann auch mal mehr. Aber wie gesagt, jetzt ist er schon bei 2 Bar. Durch das Babyfeuchttuch ist es jetzt schon drauf gestanden. Kontrollier mal bitte eben. Ja, das ist ja das zweite Schöne. Durch diese Seifenlauge, wenn jetzt irgendwo undicht wäre, würden jetzt schon Blubberblasen kommen. Ist ja nichts anderes wie Seifenwasser. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Hier kann man auch nochmal diese Sichtkante sehen. Die muss halt umlaufend in dem gleichen Abstand einmal ums Rad sichtbar sein. Wenn das auf beiden Seiten der Fall ist, ist der Reifen ordentlich draufgesprungen. Dann mal ein bisschen schütteln, ein bisschen drehen, dass sich die Milch schön verteilt, wenn du tubeless umrüsten möchtest. Beim Schlauch brauchst du das natürlich nicht.
Penner. Fertig. Alles klar, fertig. Tschüss. Reifen drauf und dann noch Outro drehen. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht ein paar Tipps, ein paar Tricks. Vielleicht habt ihr noch Verbesserungen, wo ihr sagt, hey, ihr macht das so kompliziert, macht es doch mal so und so. Würden wir uns auch gerne anhören und ausprobieren, weil wir wechseln bestimmt noch mehr wie einen Reifen. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abo nicht vergessen. Lasst ein Abo da, vielleicht noch ein Like. Wenn ihr einen Kommentar habt, schreibt es unten rein. Oder schreibt eine E-Mail, wenn ihr mit uns fahren wollt, das geht auch. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, ein paar schöne besinnliche Tage und einen guten Rutsch. Ciao. Ab.